Die schwerwiegendste Komplikation, die bei der Behandlung der Hämophilie auftreten kann, ist die Hemmkörperbildung. Der Hemmkörper trat bei Maximilian während der akuten Notfallbehandlung einer Gehirnblutung auf, die bereits unmittelbar nach der Diagnose Hämophilie A aufgetreten war. Die lebensbedrohliche Situation verschärfte sich, da der Hemmkörper die Behandlung erschwerte. Durch die Hemmkörperentwicklung, der Hemmkörper ist ein neutralisierender Antikörper, wird die Wirkung des zugeführten Faktors neutralisiert. Das bedeutet, dass der zugeführte Faktor nicht mehr wirkt. Die Ursache der Hemmkörperbildung ist, dass der Patient selber diesen Gerinnungsfaktor nicht bildet. Und wenn man diesen Gerinnungsfaktor von außen intravenös gibt, dann ist das ein körperfremdes Eiweiß, gegen das der Körper im Sinne einer Immunantwort einen Antikörper bildet. Der Körper wehrt sich gegen dieses körperfremde Protein, ähnlich wie bei einer Impfung, wo wir ja diese Antikörperbildung sogar wünschen. Das Risiko, einen Hemmkörper zu entwickeln, wird dabei durch unterschiedliche Faktoren beeinflusst. Grundsätzlich ist zu sagen, dass der zugrunde liegende genetische Defekt von Wichtigkeit ist, des Weiteren die ethnische Zugehörigkeit des Patienten. Das heißt, kaukasische Patienten oder Patienten kaukasischer Herkunft haben ein niedrigeres Risiko, einen Hemmkörper zu entwickeln, im Vergleich zu Patienten afrikanischer Herkunft. Auch die Familienanamnese ist von Wichtigkeit. Hat in einer Familie bereits eine Hemmkörperentwicklung stattgefunden, so ist das Risiko für weitere Patienten mit Hämophilie A ebenfalls groß. Ein ganz wichtiger Faktor ist die Therapie. Im Falle einer intensiven Therapie, zum Beispiel im Rahmen eines großen Blutungsereignisses oder eines operativen Eingriffes im Zusammenhang mit Danger Signals, liegt ebenfalls ein erhöhtes Risiko einer Hemmkörperentwicklung vor. Dies führt dazu, dass der Hemmkörper hauptsächlich bei schweren Formen der Hämophilie auftritt. Da bei Hämophilie A zudem mehr schwere Genmutationen als bei Hämophilie B vorkommen, entwickeln etwa 30% der Patienten mit schwerer Hämophilie A und nur etwa 5% der Patienten mit schwerer Hämophilie B einen Hemmkörper. Neben diesen individuellen Faktoren scheinen aber auch behandlungsabhängige Faktoren für das Hemmkörperrisiko eine Rolle zu spielen. Es wird diskutiert, dass eine frühzeitig einsetzende Prophylaxe das Risiko einer Hemmkörperentwicklung minimieren kann. Der Hintergrund ist der, dass durch die frühzeitig einsetzende Prophylaxe Blutungsereignisse und somit intensive Behandlungsphasen vermieden werden können und somit das Risiko für den Patienten niedriger sein könnte, einen Hemmkörper zu entwickeln. Andere Faktoren, die diskutiert werden, ist die Intensität der Behandlung. Das heißt, wie häufig der Faktor gegeben wird und in welcher Dosierung der Faktor gegeben wird. Und diese Faktoren finden zunehmend Berücksichtigung in dem kritischen Zeitfenster, in dem ein Hemmkörper gebildet wird. Dieses kritische Zeitfenster umfasst die ersten 20 bis 50 Gerinnungsfaktorgaben. Anschließend ist die Wahrscheinlichkeit, einen Hemmkörper zu entwickeln, nur noch sehr gering. Wenn sich jedoch ein Hemmkörper entwickelt, können die Auswirkungen je nach Patient gravierend oder weniger gravierend sein. So bilden manche Patienten eine geringe, andere eine sehr große Menge an Antikörpern. Man unterscheidet High-Responder mit hochtitrigen Hemmkörpern und Low-Responder mit niedrigtitrigen Hemmkörpern. Bei Low-Respondern ist es möglich, den Hemmkörper zu überspielen und durch hochdosierte Faktorgaben auf herkömmlichem Weg einen Behandlungserfolg zu erzielen. Bei High-Respondern können Blutungen trotz Hemmkörper durch den Einsatz sogenannter Bypass-Konzentrate gestoppt werden. Grundsätzlich sollte jedoch Therapieziel sein, den Hemmkörper des Patienten wieder zu eliminieren. Das heißt, ich möchte den Patienten wieder in die Situation zum Zeitpunkt seiner ersten Behandlung setzen, dass er wieder regulär mit einem Faktor 8-Konzentrat behandelt werden kann. Im Blutungsfall, bei operativen Eingriffen oder für prophylaktische Zwecke. Das galt auch für Maximilian. Um den Hemmkörper dauerhaft zu beseitigen, wurde eine Immuntoleranztherapie durchgeführt.
Die dafür in Deutschland am häufigsten angewendete Methode ist das sogenannte Bonn-Protokoll. Dabei wird dem Patienten alle 12 Stunden eine besonders hohe Dosis des Faktorkonzentrates in die Vene gespritzt. Dieser zeitliche Abstand muss unter allen Umständen eingehalten werden. Die Wahl des Präparats scheint ebenfalls von Bedeutung zu sein. Hier wird eine höhere Eliminationsrate, das heißt eine höhere Erfolgsrate der Immuntoleranztherapie unter Verwendung von Willebrand-faktorhaltiger Faktor-8-Konzentrate diskutiert. Das strenge Therapieregime mit den häufigen Faktorgaben stellt für die Eltern, aber auch für die zumeist sehr kleinen Patienten jedoch auch eine große Belastung dar. Weil die Kinder zu der Zeit, wo sie den Hemmkörper bilden, meistens noch sehr klein sind, 1 bis 2 Jahre, und die Venen das nicht aushalten, 12-stündlich diese großen Mengen an Gerinnungsfaktoren zu geben, wird in der Regel ein Porter-Cut-System unter die Haut implantiert. Das ist ein künstlicher Zugang, der mit einer Vene im Körper verbunden ist und über den dann durch die Haut diese Gerinnungsfaktoren gegeben werden können. Auch Maximilian wurde für die Zeit der Immuntoleranztherapie ein Portkatheter implantiert. Beim Spritzen war in diesem Zeitraum absolute Sterilität notwendig, da der Port zwar geschützt unter der Haut liegt, sich durch die Punktion aber keinesfalls entzünden darf. Ja, wir mussten ziemlich steril arbeiten, mit Abdecktücher, OP-Handschuhen, dass das wirklich alles hochsteril ist. Also am Anfang hatte ich persönlich große Angst, meinen Sohn da jetzt zu stechen in diesen Port. Aber man wächst da rein. Und dieser Port war eine Erleichterung. Nach circa 4 Jahren wurde der Port wieder entfernt. Der Hemmkörper war zu diesem Zeitpunkt endgültig verschwunden. Die Immuntoleranztherapie nach dem Bonn-Regime zeigt Erfolgsraten in 100% aller niedrigtitrigen Hemmkörperpatienten. Bei Patienten mit hochtitrigen Hemmkörpern liegt die Erfolgsrate etwas niedriger. Hier werden Erfolgsraten zwischen 80% und 90% angegeben. Dank der erfolgreichen Immuntoleranztherapie kann Maximilians Familie heute eine normale Prophylaxe durchführen. Sein Leben mit Hämophilie ist damit sehr viel einfacher geworden.